wenige Dinge der Sunna und viele andere Dinge unterlassen, weil sie die Sunna nicht kennen. Und daher wollen wir dem entgegenwirken, bi'idhnillah ta'ala. Und wir werden heute, insha'Allah ta'ala, nachdem wir das letzte Mal Adab al-Ta'am abgeschlossen haben, heute fortfahren mit Al-Adab al-Shawab. Das heißt, das islamische oder die islamischen Benimmregeln bezüglich des Trinkens, bezüglich des Trinkens. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem wir täglich konfrontiert sind. Es gibt Hadithe, die sind in verschiedenen Kapiteln gültig, liebe Geschwister. Das heißt, die finden in verschiedenen Kapiteln Anwendung. Aber ich werde sie nicht wiederholen, weil ich sie schon erwähnt habe. Zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, natürlich, dass, wenn man, bevor man trinkt, was sagt, Bismillah. Das haben wir auch schon das letzte Mal behandelt, wo wir über das Essen gesprochen haben. Da brauche ich die Hadithe nicht wieder zu erwähnen. Und dass der Shaitan mit isst und mittrinkt, wenn du nicht was sagst, wenn du nicht Bismillah sagst. Daher, diese Hadithe unterlasse ich. Natürlich sagt man Bismillah, bevor man anfängt zu trinken. Und man achtet darauf, dass man das nicht vergisst. Wenn man Bismillah vergisst zu sagen, was sagt man danach? Bismillah, das sagt man, wenn man Bismillah vergessen hat zu sagen, das sollst du auch nachmachen. Das wurde uns deswegen gesagt. Hier wird verdeutlicht, wie wichtig das ist, Bismillah zu sagen. Ein Muslim, wann auch immer er etwas Gutes macht, beginnt er mit Bismillah. Es gibt eine Überlieferung bei Al-Bayhaqi, dass vor jeder Handlung, wenn man Bismillah sagt, diese Handlung gesegnet ist. Diese Überlieferung ist nicht authentisch, aber aus dem Koran. Und aus der Sunna haben wir viele dieser Bestätigungen. Als Nuh a.s. zum Beispiel zu den Leuten gesagt hat, unter den Gläubigen, er sagte, irkabu fiha bismillahi majriha wa. Das waren die Worte von Nuh a.s. Steigt hinein im Namen Allahs azza wa jal subhanahu wa ta'ala. Dann kommen wir zum weiteren Hadith. Rawa Muslimun fi sahihihi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. Und zwar berichtet Imam Muslim rahmatullah alayh in einer Überlieferung von Abu Sa'id al-Khudri, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم verbot, im Stehen zu trinken. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hier steht Gesandter, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verbot, im Stehen zu trinken. Das ist die Überlieferung bei Imam Muslim. Eine andere Überlieferung, auch in As-Sahihain, das heißt bei Bukhari und bei Muslim, nicht nur bei Muslim, wie der vorige Hadith, sondern bei Bukhari und Muslim, an Ibn Abbas radiyallahu an, anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shariba min zamzama min dalwin minha wa huwa qa'im. Und zwar berichten Bukhari und Muslim von Ibn Abbas radiallahu anhu, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam aus einem Eimer oder aus einem Krug oder Schüssel sozusagen Zamzam Wasser getrunken hat, während er stehend war. Äußerlich sieht das jetzt danach aus, dass es ein Widerspruch gibt. Und ihr solltet eine Sache verstehen, liebe Geschwister. In unserer Religion gibt es keine Widersprüche. Du wirst niemals sehen, dass die authentische Sunna dem Koran widerspricht. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ in Surat An-Nisa, denken sie nicht über den Koran nach, denken sie nicht über den Koran nach, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Warum denken sie nicht über den Koran nach? Wäre er von jemand anderem außer von Allah, so würden sie wahrlich viele Widersprüche darin finden. Musa, in der Bibel gibt es Widersprüche? Genügend. Genügend. Warum? Weil sie es nicht von Allah. Ursprünglich war sie von Allah. Was wurde dann gemacht? Verstecht. In der Taurat gibt es Widersprüche. Warum? Weil sie wurde nicht von Allah. Barakallahu fik. Ursprünglich war sie von Allah, aber dann haben Menschen, und wann auch immer Menschen ans Werk kommen, was gibt es dann? Fehler.
Und hier seht ihr den Koran und die Sunna, subhanallah. Ohne Fehler sind sie die Geschwister. Aber wie können wir jetzt beide Sachen miteinander vereinen? Leider gibt es in Themen unter den Geschwistern Streit, wo die Angelegenheit sehr weit ist. Und das zeigt, dass manche Leute sich nicht mit der Religion auseinandersetzen. Es gibt Qawaid, liebe Geschwister. Wir haben Regeln in der Religion. Manchmal verbietet der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache. An einer anderen Stelle hat er das selber gemacht. Frage, ist dann dieses Verbot so ein rigoroses Verbot, wie wir es uns vorstellen? Nein. Das heißt, die Gelehrten sagen, wenn ein Verbot vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in irgendeinem Hadith genannt wird, aber in einer anderen Stelle macht er die Sache selber oder er sieht, wie sie gemacht wird und er sagt gar nichts dazu, alayhi salatu wassalam, dann ist das ein abgemildertes Urteil. Das heißt, nicht mehr verboten, verboten, sondern es könnte die Stufe von, was haben? Makruh. Das heißt, unbeliebt, wie das auch. Makruh. Zigaretten rauchen, Makruh. Wieso hat der Prophet das untersagt? Und an einer anderen Stelle hat er selber getrunken. Ali ibn Abi Talib hat einmal getrunken, während die Leute ihn kritisch dabei angeschaut haben. Überlieferung bei Imam Ahmed. So sagte er zu ihnen, was ist mit euch los? Ich mache nur das, was mir vom Propheten vorgemacht wurde. Was ist hier gemeint, was Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu? Er wollte ihnen zeigen, ja, Ikhwa, seid nicht so streng in der Sache. Ich will euch sagen, mit dieser Sache, er hat das absichtlich gemacht, damit sie wissen, das Urteil ist nicht so streng, wie sie denken. Das heißt jetzt, was sollen wir machen, Abu Baba? Du musst uns schon klar sagen, sollen wir im Sitzen trinken oder im Stehen? Nein. Das Beste ist, im Sitzen zu trinken. Und das im Stehen zu trinken, ist dann unbeliebt, wenn du keinen Grund dafür hast. Nochmal. Das Beste ist, im Sitzen zu trinken. Auch die Mediziner haben das bestätigt. Wir brauchen aber nicht die Bestätigung von ihnen. Sie reicht uns von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn du nicht sitzen kannst, zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ihr Samsam Wasser getrunken hat, das war bei Hajj al-Wada. Was denkt ihr, wie viele Leute da waren? Hier könnte es manchmal schwerer sein, sich hinzusetzen, als in anderen Situationen. Wie dem auch sei. Wenn du einen Grund hast, kannst du trinken, kein Problem. Zum Beispiel, du bist in der U-Bahn und du stehst da zwischen den schönen Gerüchen der Leute. Kennt ihr das im Sommer? Irgendeiner hebt seinen Arm hoch, da kommen 3 Kilo Haare runter und Gerüche von einem Jahr zusammengesammelt. Wie ist das hier in diesem Falle? Du stehst und möchtest was trinken, kannst dich aber nicht hinsetzen, kein Problem. Wenn du hier trinkst, ist das auch nicht makruh. Makruh? Es ist nicht einmal makruh, wenn du dafür was hast? Ein Grund. Und daher, liebe Geschwister, keiner darf den anderen kritisieren. Wenn einer im Stehen trinkt, kein Problem. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das vorgenommen. Wenn einer aber im Sitzen trinken will, so ist das besser wie Ibn al-Ta'ala, auch wegen der Gesundheit. Der Prophet sah einmal eine Person und der hat im Stehen getrunken. Dann sagte er zu ihm, قَدْ شَرِبَ مَعَكَ الشَّيْطَان. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Mit dir hat der Shaitan getrunken. Wir haben doch gerade gesagt, der Prophet deswegen sagen wir, wenn man kann, sitzt man. Und manchmal sind die Wörter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht so zu verstehen, wie ein Laie oder ein Unwissender sie versteht. Deswegen tun wir alle Beweise zusammen und dann geht ein Urteil in dieser Sache heraus. Deswegen, wenn du sitzen kannst, ist das besser, aber wenn du im Stehen trinkst, weil du es gerade brauchst, so ist das kein Problem, wo die Namen hast. Die nächste Überlieferung, فَقَدْ رَوَى Abu Dawud بِسَنَدٍ حَسَنٍ. Abu Dawud überliefert mit einer authentischen Überliefererkette. An Haritha ibn Wahb al-Khuza'i radiyallahu anhu qal haddathatni Hafsa radiyallahu anha zawjun Nabi sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiyya kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dhalik. Und zwar berichtet
die Frau vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, Hafsa, radiyallahu anha wa abaha. Wer war Hafsa? Die? Die Frau vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die Tochter von Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa abaha. Sie berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Rechten gegessen hat, getrunken hat und seine Kleidung angezogen hat. Und die Linke benutzte er für alle anderen Dinge. Ich wiederhole. Hafsa berichtet vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Rechten was? Getrunken hat und? Erstmal gegessen hat und getrunken hat und seine Kleidung angezogen hat und mit der Linken machte er alle anderen Dinge. Mal froh? Was machen wir mit rechts? Osama? Trinken, anziehen. Okay. Es gibt noch eine Überlieferung bei Ibn Majah. Da haben wir noch zwei weitere Sachen, was man mit rechts macht, außer Essen und Trinken. Geben und nehmen. Geben und nehmen. Geben und nehmen. Aber dabei bleibt es. Diese Sachen macht man mit rechts. Weil ich finde es verwunderlich heutzutage, du redest mit Leuten, der tut so, als ob er ein Gelehrter wäre. Danach sitzt du mit ihnen am Tisch, der ist die ganze Zeit mit links. Lerne erstmal mit was man isst, bevor du über große Themen redest. Und so richtig appetitlich und genüsslich, ja. Und das verboten, liebe Geschwister, dass man mit der linken Hand isst. في الصحيحين إن بين صحيح بشار عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أبو قتادة berichtet vom Gesandten صلى الله عليه وسلم dass dieser sagte wenn jemand von euch trinkt dann soll er nicht ins Getränk atmen Was ist gemeint, ins Getränk atmen? Wer sagt mir das? Bitte? Einatmen, nicht pusten, nein. Nafch ist etwas, das Pusten ist schlimmer. Und das Atmen ist etwas. Nochmal bitte, Musa. Ausatmen jetzt, ne? So. Während man trinkt, was? Atmen. Dass man einatmet. Oder beziehungsweise, dass man atmet in das Getränk herein. Das ist Verbot. Der Prophet hat das unterlassen. Verbot bedeutet hier, das heißt, was? Unbeliebt. Das heißt, unbeliebt. Warum? Wer sagt mir warum? Warum ist diese Sache zu unterlassen? Bitte schön. Weil, das ist eine unbeliebte Sache, ne? Weil eventuell mehrere aus dem Gefäß trinken und derjenige vielleicht schlechten Atem hat oder auch eventuell krank ist. Na, also hier hat der Prophet das untersagt, sowohl wenn du alleine daraus trinkst oder auch andere daraus trinken, weil es ist allgemein. Aber, na. Wenn die Luft dabei wird, dann geht das in den Magen rein und dann hat man die Gas oder. Sehr gut. Subhanallah, schaut mal diese gesundheitlichen Aspekte, die unsere Religion damals schon beachtet hat. Es gibt wunderschöne Sachen, ich habe mir das mal so zum Spaß angehört, so was die Professoren sagen über, und sie nehmen Bezug auf die Hadithe, es gibt ja auch, wie ihr wisst, Gelehrte, die sind Ärzte, und wie sie dir dann die Hadithe erklären, aus welchem gesundheitlichen Aspekt, dann sagst du, Subhanallah, bevor diese Wissenschaftler das wussten, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses uns gesagt. Und deswegen bitte versteht eine Sache. Niemals wirst du einen Befehl hören vom Propheten sallam, außer dass dieser gut für uns ist und für uns zum Vorteil ist. Das musst du wissen, ob du die Weisheit dahinter kennst oder nicht kennst. Weil es gibt Leute, was die Weisheit. Erstmal wisse, es gibt eine Weisheit und dann suche danach. Aber nicht, was die Weisheit weiß, erstmal wisse, weil wenn du das nicht weißt, dann kannst du keine Geduld geben. Und viele haben dann auch keine Geduld, ja? Was die Weisheit, was die, ja, okay, sorry. Wisst ihr, dass die Weisheit da ist? Du findest Ruhe. Und jetzt, Alhamdulillah, irgendwann, wenn du es erfährst, ist es schön. Ansonsten brauchst du es nicht, weil du weißt, darin steckt eine Weisheit.
ففي الصحيحين und in den beiden Sahih-Büchern عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس قال قال كان أنس رضي الله عنه وأرضاه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. Und zwar wird berichtet von Thumama ibn Abdullah ibn Anas, dass Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda sagt, dass der Prophet berichtet, dass Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda, wenn er getrunken hat, in zwei oder drei Schlücken getrunken hat. Wenn Anas getrunken hat, hat er in zwei oder drei Schlücken getrunken und er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses auf die gleiche Weise tat. Das heißt, wenn ihr das bildlich haben wollt, wenn wir ein Glas haben, man trinkt, eins, Pause, zwei. Nicht sofort, nicht so. Eins, Pause, zwei. Oder eins, zwei und drei. Beides ist überliefert vom Gesandten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Auch das hat gesundheitliche Vorteile. Auch das hat gesundheitliche Vorteile, liebe Geschwister. Das heißt, in zwei oder in drei Schlücken. Da darf man in einem Schluck alles austrinken. Darf schon. Aber. Man darf, aber das Beste ist, sagen die Atibba, die Ärzte, wenn du in Phasen trinkst, das heißt zwischendurch Pause lässt, ist das mehr durstlöschend als andere Sachen. Ist das mehr durstlöschend als andere Sachen. Und wir haben den Beweis dafür. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und die Überlieferung ist bei Imam Muslim in seinem Sahih von Anas ibn Malik radiallahu anhu wa arda. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatanaffasu fi sharabi thalathan wa yaqul innahu arwa وأبرق وأمرق قال أنس فأنا أتنفس في شرابي أو في الشراب ثلاثة. أنس berichtet und die Überlieferung bei Imam Muslim, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in drei Schlücken getrunken hat und er sagte dabei, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, die Begriffe sind etwas schwer zu übersetzen, es trägt dazu bei, den Durst zu löschen. Und es ist gesünder und der Körper ernährt sich davon. Ich wiederhole. Er sagte sallallahu alaihi wasallam über dieses dreimalige hintereinander Trinken, es trägt dazu bei, den Durst zu löschen und es ist gesünder und der Körper ernährt sich davon. Das ist die Hikmah. Subhanallah. Deswegen trinken wir dreimal. Ich bitte euch, liebe Geschwister, lernt die Sunna und praktiziert sie. Wir machen diese Unterrichte nicht zum Spaß, sondern dass wir all das, was wir hören, auch umsetzen. Natürlich, man kann in einem Schluck trinken, aber du wirst nicht so, dein Durst wird nicht in dem Maße gelöscht, wie wenn du das auf die Weise vom Propheten sallallahu alaihi wasallam machst. Das ist übermittelt worden. Der nächste Hadith, rawa Tirmidhi, rahimullah ta'ala, wa qala Hasan sahih, an Abi Abbas, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه. Und zwar berichtet Anas ibn Malik رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس berichtet, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم verboten hat, ins Gefäß zu atmen und herein zu pusten. Ins Gefäß zu atmen und herein zu pusten. Über das Atmen haben wir gesprochen, auch das Pusten, liebe Geschwister. Wenn ihr ein Gefäß habt, trinken oder essen, dieses Reinpusten sollt ihr unterlassen. Auch wenn es heiß ist, dann lieber warten und später zu sich einnehmen. Oder man kann manchmal, das kennt ihr auch bei den Arabern, ist das noch bekannt, wenn eine Sache sehr heiß ist, zum Beispiel der Tee, und die wollen ihn trinken, was machen sie? Hä? Sie wandern von einem Glas zum anderen, das heißt, schütten es da rein, und dann geht auch so die Hitze weg. Aber man soll nicht pusten. Und das Pusten hat natürlich auch eine Bedeutung, dass man nicht etwas an Schmutz, Bakterien hereinpustet, und dieses somit schädlich für einen wird.
Weil wir haben in diesem Bereich Bakterien. Es gibt Bakterien, die sind dienlich für dich, die helfen dir. Und es gibt Bakterien, die sind schädlich für dich. Schaut mal, subhanallah, was Allah azawajal alles erschaffen hat. Aber dass diese Bakterien, die schädlich sind, nicht ins Getränk reinkommen und dir einen Schaden sozusagen verursachen. Und das Pusten selber ist auch keine schöne Sache. Schaut mal. Es kann sein, dass Spucke reinkommt. Es kann sein, dass eine Person einen schlechten Atem hat und das rein, und etwas reinpustet in das Getränk. Dieses alles ist nicht angenehm. Vor allen Dingen nicht für Leute, die auch mittrinken wollen. Vor allen Dingen nicht für Leute, die mittrinken wollen. Die nächste Überlieferung. Rawa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairata radiallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an shurbi min famil qirbati au as-siqa. Und zwar berichtet Al-Bukhari, rahimullah ta'ala, von Abu Huraira, radiallahu an, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, verboten hat, aus einem Wassersack oder aus einem Krug zu trinken, das heißt direkt zu trinken mit dem Mund. Aus einem Wasserkrug und Wassersack und einem Krug direkt zu trinken. Warum? Manche Gelehrte haben diesen Hadith übertragen auf diese Zeit und sie sagen, damit sind auch die Flaschen gemeint. Manche Gelehrte, das haben nicht alle Gelehrte gemeint. Aber richtig ist, das bezieht sich darauf. Al-Qirba, was ist Al-Qirba? Das ist eine Sache, liebe Geschwister, die nennt sich, ich vergesse mal den Namen, Wassersack. Nein. Wenn man von einem Wassersack trinkt, überlegt man, aus was besteht so ein Wassersack von Qirba? Aus welchem Material? Leder. Nicht Leder, sondern Haut. Okay? Wenn er labbrig ist und man trinkt, was kann passieren? Dass man das Getränk wo hat? Im Gesicht. Ist nicht angenehm. Das heißt, man trinkt, dann ist das Gesicht überfüllt. So viel wollte man gar nicht trinken. Teil. Manche Gelehrte sagen, das ist der Hintergrund und deswegen trinkt man nicht daraus. Das hat nichts mit Flaschen oder sonstiges zu tun. Na? Und wallahu ta'ala ala wa'an, wenn man das vermeiden kann, ist das in Ordnung. Und wenn nicht, so gibt es keine Sünde darin, in dieser Sache. Machen wir erstmal bis hier. Inshallah haben wir die halbe Stunde erreicht. Jetzt, ja, auf jeden Fall. 23 Minuten. Alhamdulillah, dann lassen wir noch ein paar Fragen zu diesem Thema. Und dann inshallah ta'ala beenden wir das nächste Mal noch die wichtigen Themen zum Trinken. Wallahu ta'ala ala wa ala. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Fragen dazu? Tafadhal. Ja. Wie sieht es mit dem Pusten allgemein aus? Also nicht in Getränke, sondern was man überhaupt irgendwo hinpustet? Wie sieht das mit dem Pusten allgemein aus? Was wir wissen bezüglich Essen und Trinken, ist das verboten. Sonst in anderen Situationen können wir das nicht verbieten oder untersagen, weil wir dafür keinen Beweis haben. Ich will euch nur auf eine Sache hindeuten. Schaut die, ja, subhanallah, ich meine, du kannst nur subhanallah sagen. Bei was pustet man? Zum Beispiel, du hast ein heißes Getränk, wenn du pustest, was passiert mit dem Getränk? Wird es heißer oder kühler? Kühler, richtig. Was hast du gemacht? Du hast gepustet. Wenn deine Hände kalt sind und du pustest, was werden sie, kühler oder wärmer? Hier kühler und hier wärmer. Denken die Leute über die Zeichen Allahs nach. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen, das ist nur in Bezug auf Essen und Trinken. Wallahu ta'ala ala. Tfadl. Jetzt zum letzten Hadith. Von wem wurde es nochmal berichtet? Den letzten Hadith? Genau, der letzte Hadith. Mit dem Wassersack und dem Krug. Mit dem Wassersack haben wir gesagt, wo das überliefert wurde oder von wem? Von wem? Von Abu Huraira radhiyallahu anhu. Und der ist bei Bukhari und der ist bei Bukhari überliefert. Und nochmal zu dem Hadith, dieses Verbot ist wieder makruh. Also nein, das ist unbeliebt zu pusten und auch unbeliebt ins Getränk zu atmen. Das heißt, unbeliebt, liebe Geschwister, bedeutet, wenn man es unterlässt, wird man belohnt. Wenn man es macht, wird man nicht bestraft. Das ist das Urteil von unbeliebt. Wenn man es unterlässt, wird man belohnt. Wenn man es aber macht, wird man nicht bestraft. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nein. Fadl. Wenn man jetzt einen Teller vor sich hat und das Essen ist noch heiß, dürfte man mit einem Stück Karton
Das ist sehr abgehen. Wenn das Essen heiß ist und man fächelt damit irgendetwas, dass es kühler wird, man unterlässt das in Schadatag. Auch man soll das Essen nicht heiß servieren. Das haben wir gelernt. Man soll das Essen nicht zu heiß servieren. Das ist auch nicht sehr gesund. Nein. Ja, allgemeine Frage. Mhm. Erstmal zum Thema noch. Bitte schön. Jetzt gab es noch mal eine Frage, und zwar beim Essen, wenn das Essen jetzt doch heiß serviert wird und das Essen ist heiß, dann soll man warten. Kann man das aber trotzdem mit dem Löffel umrühren oder darf man das auch nicht? Nein, das gilt nicht dafür. Das gilt nicht dafür. Alhamdulillah. Das gilt nicht dafür. Wir haben nur gesagt, das Pusten und das Einladen. Denkt oder versteht, diese Sache ist nur mit Beweis, die Geschwister. Alles, was ohne Beweis ist, können wir nicht sagen, dass dieses so unterlassen ist. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Es wird gefragt, ist es von der Sunna im Stehen Samsam zu trinken und Richtung Qibla zu stehen? Ist es im Sunna im Stehen Samsam zu trinken? Wir haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat getrunken im Stehen, und diese Überlieferung ist von Ibn Abbas und bestätigt. Diese Überlieferung zeigt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns auch eine andere Position gezeigt hat, wo man trinken kann. Die Sunnah beim Trinken von Samsamwasser sind einmal, dass man ein Bittgebet vorher macht. Man macht ein Bittgebet, bevor man Samsamwasser trinkt. Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ma'u Samsam lima shuriba la. Das heißt, das Wasser, Samsamwasser, ist, wofür man es trinkt. Wisst ihr, was das bedeutet, wofür man es trinkt? Wenn du es trinkst für Vergebung, so ist es für Vergebung. Wenn du es trinkst für Heilung, so ist das für Heilung. Wenn du es trinkst, um einen Wunsch in der Dunya zu erfüllen, so ist das dafür. Dafür ist Ma'u Samsam da. Nein. Dafür ist Ma'u Samsam da. Das heißt, die Sunnan beim Trinken von Samsamwasser, man macht ein Mitgebet, man setzt sich hin, man trinkt in wie vielen Zügen? Zwei oder drei. Und Richtung Qibla. Das ist die Sunna, wallahu ta'ala ala. Wenn das Samsamwasser ist, ja. Nicht, dass du das bei Vitellwasser machst, du sagst, das ist so super, das Wasser ist, muss ich auch Bittgebete machen. Mach Bittgebete, dass du nicht krank bist von hinten. Gibt es eine Grenze, wenn man sehr durstig ist, aber man aufhören sollte zu trinken? Gibt es eine Grenze bezüglich des Trinkens, wann man aufhören sollte? Was wir gelernt haben, ist, dass ein kompletter Schluck nicht den Durst löscht oder richtig den Durst löscht. Deswegen sollte man in zwei oder drei Schlücken trinken, aber auch nicht übertreiben, denn die Übertreibung ist allgemein verboten. Wallahu ta'ala ala wa an. Ja. Was ist das Urteil über Pfeifen? Über Pfeifen. Was ist das Urteil über Pfeifen? Das hat, das ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Das ist nicht erlaubt. Einmal war der Prophet sallallahu alaihi einmal war Ibn Umar radiallahu anhu mit einer Person, und dann hörte er ein Pfeifen, dann hat er sich die Finger in die Ohren gesteckt und er sagte, so sah ich den Prophet sallallahu alaihi wasallam dasselbe getan. Ja. Und dieses unterlässt man. Leider viele Leute sind unwissend bezüglich dieses Verbots, deswegen soll man auch nicht Kinder dieses Pfeifen walten lassen. Allgemeine Frage. Gibt es noch zum Thema? Könntest du das nochmal erklären, mit, ob man jetzt aus einer Tetrapack-Flasche beispielsweise trinken kann, aus den größeren Flaschen, oder sollte man das einfach unterlassen? Wie ist das mit Tetrapack-Flaschen oder Glasflaschen? Kann man daraus trinken? Man kann daraus trinken, Bismillah. Wir haben gesagt, ein paar Ulama haben dieses Verbot oder beziehungsweise diese Untersagung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam auf andere Bereiche übertragen, Qiyas gemacht und gesagt, das gilt auch für Glasflaschen und Glasflaschen und sonstiges. Aber wir haben gesagt, wir haben aufgezeigt, was ist das Problem, wenn du aus so einem Wassersack trinkst. Das kann sein, dass alles in dein Gesicht reinkommt. Und deswegen, das passiert ja weniger bei einer Flasche oder sonstiges. Na, wenn es keine weiteren Fragen gibt, allgemein. Wie erklärt man einem Kafir am besten mit Hikmah, also man feiert ja... Andersgläubige. du kommst nicht zur Weihnachtsfeier, aber du nimmst Weihnachtskind. Also wir haben ja... Er sagt, wie erklärt man jemanden, dass man zwar nicht zur Weihnachtsfeier kommt und dafür aber Weihnachtsgeld nimmt? Das eine bringt einem was, das andere weniger. Nein, guck mal, diese
Weihnachtsgeld haben sie später eingeführt. Was ist Weihnachtsgeld, das sogenannte Weihnachtsgeld? Das ist das 13. Monatsgehalt. Das ist der Ursprung. Okay, ist es verboten, ein 13. Du kannst auch ein 14. nehmen und ein 16. wenn du willst. Wenn der Chef nett ist zu dir, kannst du das nehmen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Später haben sie das anders genannt. Ja? Aber das ist ursprünglich ein Geschenk. Und Geschenke darf man annehmen, auch vom Koffer. Na, anders ist es mit dem Weihnachtsfest. Da darf ein Muslim nicht daran teilnehmen, weil sie etwas feiern, was von ihren Riten ist. Und wir dürfen als Muslime nicht sie nachmachen und nicht dasselbige machen, wie sie an Neuerungen in ihrer eigenen Religion reingebracht haben. Eigentlich, glaubt ihr, dass die Christen Weihnachten gehabt haben? Nein. Oder dass sie irgendwann Eier gesucht haben? Das haben sie nie gemacht. Irgendwann kam das mal von den Heiden in ihre Religion. Das heißt, das Bid'ah in ihrer eigenen Religion. Da sollen wir Bid'ah von der Bid'ah machen. Sagt mir bitte. Subhanallah. Haben wir unsere Feierfeste? Oder unsere Feiertage? Wir haben sie. Zwei Stück, das reicht. Von wem sind sie? Von Allah. Das reicht uns. Alhamdulillah. Na, weil die Glocken auch, dass diese Weihnachtsfeier, was im Büro gemacht wird, eigentlich nichts mit Religion zu tun. Eigentlich nur, dass man sich trifft und so. Ja. Die behaupten, dass okay, da können sie sich bei dir treffen. Du machst den Döner-Sandwiches und ein Glas Eier für jeden. Kein Problem. Da wo ist das Problem? Wenn es nur ums Treffen geht, das geht nicht dann. Ist es für den Mann haram, wenn die Masjid 100 Meter entfernt ist, er trotzdem zu Hause betet? Haram, der Ärmste, haram. Für einen Mann haram, dass wenn er 100 Meter, der Ärmste, von der Moschee entfernt wurde, darf er sich ein Flugzeug nehmen, oder? Schaut mal, die Pflicht im Islam, die Pflicht, das heißt eine Pflichthandlung im Islam, setzt zwei Sachen voraus. Die Kenntnis darüber und die Fähigkeit darüber, das zu machen. Hat er beides? Hat er beides? Er hat die Fähigkeit. Deswegen kann er hingehen und es ist keine unzumutbare Strecke für ihn. Und insofern ist es Pflicht für ihn, in der Moschee zu beten, wenn er nicht gerade auf Arbeit oder andere Dinge hat. Wallahu ta'ala ala wa alaikum. Es wird gefragt, wie verhält man sich, wenn man so gesehen zum Kandil gratuliert wird. Kandil, ahlan wa sahlan. Wie verhält man sich, wenn einem zum Kandil gratuliert wird? Dieser Tag existiert ebenfalls nicht. Weil, wisst ihr, was ich traurig finde? Es gibt Leute, du gibst ihnen 99 Sunnah. Der will sie nicht. Der will die eine Bitte. Warum? Weil sein Herz schlägt für die Bitte. Wisst ihr, dass viele Leute, die diese Kandil-Tage machen und sich gratulieren, ich weiß das, viele von ihnen beten nicht. Nehmen wir mal an, dieser Tag wäre ein Tag der Sunna und unsere Religion ist frei davon, A'udhu Billah, das ist ein Bid'ah-Tag, eine Neuerung und hat nichts mit der Sunna zu tun. Nehmen wir mal an, das wäre ein Tag von der Sunna. Was wäre wichtiger für die Leute, dass sie ihre 5 Pflichtgebete machen, über die es kein Ikhtilaf unter den Gelehrten gibt, oder dass sie so einen Kandil-Tag, 100 Raka'a beten an einem Tag? Was ist wichtiger für Sie? Ihr kennt alle den Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet von Allah berichtete, man aada li waliya faqad aadantuhu bil harb. Wer einen nahestehenden Diener von mir anfeindet, den habe ich den Krieg erklärt. Wie geht der Hadith weiter? Wer kennt den Hadith? Den haben wir bei 40 Nawawi schon behandelt. Mein Diener nährt sich mir durch was? Durch أولاً يتقرب هذا العبد بالطاعة يعني بالفرائض ثم بالنوافل. طيب الله قدم الفرائض على النوافل. In dem Hadith heißt es, mein Diener nährt sich mir durch nichts außer durch was? Durch Pflichten und dann durch frei, weil wenn du keine Pflichten hast, was ist mit deinem Sunnah, Muhammad? Haben sie Wert oder nicht? Einer der Gelehrten sagte sehr schön, ein verlustreiches Volk hat sich mit den freiwilligen Taten beschäftigt und die Pflichttaten ausgelassen. Sie waren so beschäftigt
mit den freiwilligen Taten, dass sie was vergessen haben oder dass sie was vernachlässigt haben. Die Pflicht. Überlegt. Allah sagt klar. Erstmal nennt sich mein Diener mit denen. Erstmal nährt man sich Allah mit den Pflichten und dann mit dem. Vorher brauchst du gar nichts zu machen. Subhanallah. Wie kann es sein? Sagen wir mal, das wäre ein Sunnah-Tag. Warum siehst du diese ganzen Leute an dem Tag 100 Raka beten? Ja? Die beten wirklich 40, 50, 60 Raka. Dann gehen sie nach Hause, lehnen sich zurück, sagen, keiner war besser als ich. Keiner war schlimmer als du. Wenn man ein Gebet verlässt von den Pflichtgebeten, so heißt es in einer Überlieferung bei Ibn Majah, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man taraka rak'atan muta'ammidan faqad kafar. Die Überlieferung ist sahih. Derjenige, der ein Gebet absichtlich unterlässt, hat Kufr begangen. Dieser Kufr, der hier gemeint ist, ist Kufr al-Asghar, der kleine Kufr. Aber der kleine Kufr ist schlimmer als Zina, ist schlimmer als Riba, Zinsen nehmen, ist schlimmer als Alkohol trinken, ist schlimmer als Glücksspiel, ist schlimmer als Lügen und Betrügen und Klauen. Und ist schlimmer als was? Eine Seele zu töten. Ja, bitteschön. Er sagt, niemand war besser als ich, der lehnt sich zurück. Ja. Möge Allah uns recht leiten, dieser Tag ist kein Tag der Sunna. Wir haben so viele Tage der Sunna. Warum fasten die Leute nicht am Montag und Donnerstag? Warum? Keine Lust, das ist Sunna. Ich mache lieber die Mittag. Ich meine, wer sagt nicht, dass das Sunna ist? Jeder weiß das doch. Warum fasten Sie nicht zum Beispiel am 13., 14.? Ist zu schwer. Lieber einen Tag im Jahr und dann schon für die nächsten Jahre vorsorgen. So denken manche. Na, Wallahu ta'ala. Zu dem, was eben gesagt wurde, wegen dem absichtlichen Nichtbeten, darf man dieses nachholen? Wenn man absichtlich ein Gebet unterlassen hat? Wenn man absichtlich sein Gebet unterlassen hat, darf man dieses Gebet nachholen? Nach der richtigen Aussage? Nein. Das ist die Aussage von Sheikh al-Islam, von Ibn Hazm und von anderen, weil Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban maquta. Das Gebet ist für die Gläubigen zu festgesetzten Zeiten Pflicht. Dein Dhuhr-Gebet heute ist dein Dhuhr-Gebet morgen? Dein Dhuhr-Gebet heute ist dein Maghrib-Gebet danach? Nein. Diese Sachen haben ein feste oder beziehungsweise eine eingeschränkte Zeit. Das heißt, wenn sie vorbei ist, die Zeit vorüber ist, die Zeit, dann kannst du es nicht mehr nachholen. Anders ist es bei Manns was? Unabsichtlich vergessen. Na, verschlafen hat oder sonstiges. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ja, wenn du zum Beispiel zur richtigen Zeit Asan gemacht hast und erstmal die Sunna noch gebetet hat und bis sein Pflichtgebet war, ist eine halbe Stunde vergangen. Wie ist da die... Das ist problematisch, wenn man das Dhuhr-Gebet eine halbe Stunde später betet? Nein, überhaupt nicht. Aber gar kein Problem. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Es gibt Gebete, die sollen zeitiger gebetet werden als andere Gebete. Zum Beispiel das Asr-Gebet. Zum Beispiel das Maghrib-Gebet. Sehr gut. Na, tafadhal. Es wird gefragt, gibt es ein Bittgebet, wenn man, sag ich mal, Schluck auf hat? Gibt es ein Bittgebet bei Schluck auf? Nein, gibt es nicht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Was authentisch überliefert ist, kenne ich kein einziges Bittgebet, was die Gelehrten genannt haben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Barakallahu fik. Wir haben ein Spiel in der Klasse begonnen, bei der eine Person die andere Person beschenkt, auf zufällige Basis wahrscheinlich. Also jeder zieht einen Namen und dann muss er den anderen beschenken. Darf man da mitmachen? Darf man bei einem Geschenkspiel, also wahrscheinlich eine Schüssel und jeder zieht einen Namen von einer anderen Person, die beschenkt. Ist das von eurer Generation? Das ist dieses... Ich habe ja gar nicht gesagt. Schon mal mit dem reden. Stimmt, da haben sie schöne Geschenke bekommen, deswegen haben sie jetzt gar nicht gefragt. Das Beschenken an für sich ist nicht problematisch, dass man jemandem was schenkt, auch wenn es nicht Muslime sind, Andersgläubige. Kein Problem. Man darf sie beschenken, okay? Man darf sie beschenken. So. Aber was man nicht machen sollte, jemanden aufdringen, dass er dich beschenkt.
okay? Sondern sagst, du musst mich beschenken. Wenn er das machen will, dann kein Problem. Kann er gerne schenken und wird belohnt dafür. Bitte schön. Zum Thema nochmal. Ich weiß nicht, ob es jährlich gemacht wird. Wie ist das, wenn es jetzt jährlich an einem Tag speziell gemacht wird? Wenn das ein Fest ist, wenn das ein Fest ist, das heißt, es wird wie ein Fest behandelt, dann sowieso nicht. Aber ich habe das nicht so verstanden als Fest, sondern das ist so mehr oder weniger. Frage ist über Hadith, über Dhikrullah, nach dem Fajr-Gebet und dem Maghrib-Gebet. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Das ist das Bittgebet, wenn man einen Markt betritt. Das ist das Bittgebet, wenn man einen Markt betritt. Das heißt, wenn man einkaufen geht, zum Markt geht. Diese Überlieferung ist aber nicht authentisch. In der Hizb al-Muslim steht nach dem Fajr-Gebet und Maghrib-Gebet 10 Mal. Ohne Yuhi wa Yumit. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. So ja. Im Übrigen dieses Bittgebet, nicht das andere, was für den Markt ist, dieses Bittgebet ist ein bester Schutz vor den Dschinn. Einer der Gelehrten von in Mosul, in Ägypten, der auch sich sehr vertieft hat, diese Sache mit den Djinn, der hat einmal hat er erzählt, dass er bei einer Djinn-Austreibung, zu einer Djinn-Austreibung gerufen wurde. Und als er dann bei der Person war, dann sagte er zu dem Djinn, was hältst du davon, dass du seinen Körper verlässt und zu mir kommst? So sagte der Djinn, das würde ich tun, aber ich kann nicht. Sagte der Chef, warum kannst du nicht? Er sagte, du sagst jeden Tag, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das verbrennt sie. Das verbrennt die Djinn. Deswegen das ist sehr wertvoll, nicht nur für die Djinn allgemein. Das ist eines der besten Afkar, wie es in einer authentischen Überlieferung heißt. Eine der besten Afkar, was man überhaupt sprechen kann. Dieses Bittgebet und La ilaha illallah. ما هو الحديث بخصوص ترك الصلاة متعمدا الكفر الأصغر؟ متعمدا طبعا يعني أنت أهملت الصلاة إما أهملت الصلاة أو نمت عن الصلاة متعمدا فهذا هو المذكور. ما هو الحديث؟ من ترك ركعة متعمدا فقد كفر. هذا هو الحديث والله تعالى على وأعلم. Let's talk. Wie kann man am effektivsten und am schnellsten seine Faulheit loswerden? Wie kann man am effektivsten und am schnellsten seine Faulheit loswerden? Indem du über den Tod nachdenkst. Sa'id ibn Jubair, radiallahu anhu, rahimullah ta'ala, einer der Tabi'in, er sagte, wenn ich einen Moment versäume, über den Tod nachzudenken, dann merke ich, wie mein Herz härter und verdorbener wird. Das heißt, wenn man über den Tod nachdenkt, sagt Al-Qurtubi rahimullah ta'ala, gibt es drei Vorteile. Wenn man über den Tod nachdenkt, gibt es drei Vorteile, wenn man richtig über den Tod nachdenkt. Ja, es gibt Leute, die denken falsch über den Tod nach. Nachdem sie darüber nachgedacht haben, dann gehen sie unter die Bettdecke, werden depressiv, verzweifelt, haben keine Lust, etwas zu machen, das ist falsch. Sondern richtig ist, wenn man darüber nachdenkt, sagt Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ergeben sich drei Früchte. Die erste Frucht ist, dass man sehr schnell was bereut. Nummer eins. Nummer zwei, dass man was macht? Gute Taten. Und Nummer drei? Sünden unterlassen. Sünden unterlassen. Also wir haben, dass man schnell bereut, okay? Dass man gute Taten macht. Und was wird stärker? Wenn du, stell dir mal vor, du wüsstest heute um 23 Uhr wirst du sterben. Was wird stärker bei dir im Herzen? Dein Yaqin. Wenn du heute wüsstest, um 23 Uhr stirbst du, wirst du in jedem Fall gute Taten machen? Ja, weil dein Yaqin stark ist. Deswegen sagt der Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, diese drei Früchte ergeben sich, wenn man über den Tod nachdenkt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Barak lafikum wa jazakum nachhera.
Subhanallah und Hamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Morgen fangen wir inshallah ein neues Thema bei Fiqh al-Ibadat an, über As-Salata und ihre Vorteile und wie man seine Salata am besten investiert.